So Leute, jetzt habe ich mich mal ein bisschen mit meinem Layout befasst und habe das jetzt ein bisschen so eingestellt, damit man auch mal was sehen kann, weil ich habe ja das vorher, das war ja grausam. Das Chatfenster links unten habe ich per Maus verschieben können, die habe ich an der PS3 angeschlossen und wenn man dann auf den Reiter allgemein geht, kann man dann eben das schön verschieben. Das andere alles über Layout, also praktisch über hier. Da kann man auch die Größen einstellen, habe ich gemerkt. Das finde ich alles ganz praktisch. So, und jetzt komme ich hier schon ein bisschen besser zurecht. Denke ich. Perfekt. Gut, wo sind wir stehen geblieben? Was machen wir als nächstes? Wo war du? Schauen wir doch mal, was ein Händler so hat. Okay. Wir haben hier ganz viel Essen. Ich hoffe irgendwann, dass ich vielleicht selber auch Essen herstellen kann. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig geht. So, verkaufen mit... So kann man also seht ihr wenigstens vielleicht etwas. Ha. Mach ich mal alles riesengroß. Dann sehe ich auch besser. Ich weiß gar nicht, was ich da alles brauche oder was nicht. Leder, das brauche ich bestimmt zum weiterverarbeiten. Zutat, ja, dann werde ich wohl irgendwas alchimieren können. Einfach mal alles sammeln und jetzt schauen wir mal raus in die Welt und es ist hell, das erfreut mein Herz. Doch wohin? Ich bin noch nicht sehr stark. Wollen wir die Welt erkunden? Wo waren wir denn noch nicht? Wir sind hier noch nicht viel weiter gegangen. Ins östliche Tanalan. Oder im nördlichen waren wir auch. Waren wir da schon? Wir sind mittlerweile ja Stufe 11. Da bringen diese Viecher nicht mehr so viel. Erfahrungspunkte. Na, dennoch ein bisschen. Können ja einfach mal alles so kaputt machen auf dem Weg. Oh, da gab es doch so riesengroße Ameisen. So spannend, mir dann beim Leveln zuzuschauen, gell? Mei. Ah, ich wollte nachschauen vom Bestiarium. Da habe ich doch letztendlich was gesucht. Und ums Verrecken nicht gefunden. Gegen wen kämpfst du? Sowas. Ich helfe dir. Du kriegst ja die XP. Hey, ich kriege auch was. Schön. Was bedeutet das Zeichen davor? Ich muss es echt mal studieren. Da ist ein rotes mit was Gelbes davor. Da bei dem hinten ist es... Ach, dass die angriffslustig sind.
Das kann sein. So wollt ihr mich sehen, dass sie angreifen und das Blaue ist eher friedselig. Mei. Ah, da hat mich jemand aufgespürt, ne? Hä? Wie jetzt doch nicht? Oh, da wird schon höher. Level 11. Was machst du hier? Ach, du bist tot, oh nein. Kann ich dich? Wiederbeleben geht nicht, schade. Oh, was ist das? Das sieht stark aus. Oh, ich habe so ein Erfolgsstrand-Ding. Ich hoffe, ich komme hin gegen die. Das sieht schlecht aus. Nein, ich möchte nicht sterben. Oh. Weil ich immer gegen die hohen Viecher kämpfen muss, weißt? Ja, dann gehe ich wohl zurück. Kann den ganzen Weg nochmal neu latschen. Oh, was wird da links? Alles gesprochen. Oder geschrieben. Ja, weiter geht's. Ah, jetzt kann ich auch mal was sehen.
andere hat eine 0 geheißen. Für mich war das dann immer so eine 3 oder sowas, weil was gefehlt hat. Erledigt, erledigt, erledigt. Aber das hier. Holen Staub. Das ist so ein süßer Hase, oder was soll das sein? Genau wie das. Bin ich falsch gewesen, Kohlenstaub? Weil das gibt's dann auch. Horizontblick. Im westlichen. Ja, dann machen wir uns mal nochmal auf die Suche dahin. Und genießen die Smaragdstraße mit ihren italienischen Farben. Kohlenstaub. Warum finde ich da oben diese Viecher nicht? Kommen die erst auf einen bestimmten Level, aber das ist ja auch Schwachsinn. Karo-chan. Kann es sein, dass meine Waffe nicht so toll ist? Sollte ich mir vielleicht mal eine bessere Waffe zulegen? Mach ich das mit den Galadiatoren auch nicht schaff, hey? Schon mies. Sehr mies sogar. Das ist ein Lagerfeuer. Ich mag die Musik, die Spitze. Oh, die hat Level 17. Die lasse ich lieber in Ruhe. Also jemand anders? Nein, niemand möchte sie mit angreifen. Verdammt. Hey, du hast einen Auftrag für mich? Nein, das ist bloß Chocobo. Möchte ich jetzt
bei mir im Messiarium das Zeug finden. Na toll, da geht's ja nirgends hin. So, und jetzt bin ich doch hier so Kohlenstaub. Ich gehe mal da hoch. Ah, da ist eben schon die Mine. Faszinierend, wie ich mich da nicht zurechtfinden kann. Da mal reingucken. Coolio. Blauer Dunst. Oh, okay. Ein fatales Ereignis, da werde ich wahrscheinlich drauf gehen. Ich stelle mich mal ran. Aber da ist auch kein Mensch. Okay, weil gegen sowas brauche ich gar nicht erst antreten. Gut, dass sie alle friedlich sein. Ich möchte einmal mit dazuhauen. Ach verdammt. Gehört zum anderen Spielenthalt. Okay. Nee, dann werden wir wieder hier verschwinden. Soll ich mal eine Linie benutzen? Ich will aber nicht nach Ulda. Ich brauche echt verdammt lang, bis ich jetzt mal wieder in die Gänge komme. Der Start war doch so super und jetzt habe ich so richtiges Level-Tief. Weil ich mir wieder so tolle Handschuhe eingebildet habe. Durch erst ab Level 12. Hier, Kohlenstaub. Vielleicht gehören die auch zu einer Quest dazu. Ach hier.
Vielleicht schaffe ich ja den 12er da hinten auch. Den 3er meisten Wächter. Ah, den habe ich schon mal gehabt, ja. Was gibt es denn hier hinten alles? Schade, dass es nicht sowas wie versteckte Truhen oder so gibt. Das würde mich ein bisschen reizen. Also dort aufdringliche Ameise. Einmal noch, komm. Und geschafft. Zum Glück. Da warte ich jetzt aber noch ein bisschen. Auch wenn ich eine Erfolgssterne habe, aber ich habe so wenig Lebenspunkte, da würde ich mich fast nennen, ne? Tod stürzen. So wie ich schon so oft gemacht habe, gell? Oh nein, jetzt kommt das nächste schon wieder. Wie, hab mich erwischt? Nein! Ach, verdammt. Voll die Erfolgssterne, ja. Was, wenn ich eigentlich nicht okay drücke? Oh. Dann. Oh, das ist Third Person. Ach, schade. Direktsicht. Wie komme ich jetzt da wieder hin? So. Ah, ich glaube, ich kaufe mir jetzt einfach irgendwas ab Stufe 11. Aber wenn ich jetzt aufgebe, das wäre jetzt auch Mist. Ich werde mal was überlegen.